Willkommen zur heutigen Episode Night of the Dead. Ich weiß noch nicht so ganz, in welche Richtung sich diese Episode hier bewegen wird, weil es ist mal was Neues passiert. Nein, es wurden keine Tage gefressen, sondern eher andersrum. Weil während ich am Durchreparieren war, und da ist mir aufgefallen, die Zeit ging nicht weiter. Es bleibt stockesteif auf 5 Uhr stehen. Ich stehe hier jetzt geschlagene 10 Minuten. Das ist Zeitraffer 64, also mal 64. Und ja, es ging einfach nicht weiter. Und dann ist mir noch was aufgefallen, nämlich die schmucken Maschinchen für Kupfer und Öl und so weiter, die brauchen Pi mal Daumen ungefähr 5 Minuten, bis die durch sind mit einem Durchgang. Und die hören einfach nicht auf. Die laufen nonstop weiter. Also die sind von dem Zeitproblem auch betroffen. Was das mit der Tierfalle auf sich hat, keine Ahnung. Kann ja noch passieren, dass was nicht in der Falle, also dass nichts in der Falle ist. I don't know. Zufall, maybe. Die Gärten laufen nicht weiter. Und ich hatte auch die Situation, dass ich zwischendurch von Zombies angegriffen wurde. Jetzt nur so einzelne Tagläufer, was ja normal ist. Aber die sind immer wieder zurückgeploppt an ihre Ursprungsstelle. Also so schön durch die Gegend gebackt und geklitscht und hast du nicht gesehen. Also bleibt mir jetzt nur noch eins. Ich marschiere jetzt in die Base zurück. Werde mich an einer sicheren Stelle positionieren. Bei meinem Glück spawne ich dann wahrscheinlich doch wieder unten und werde den Server reparieren und neu starten. Und dann schauen wir mal, was gleich passiert. Und, wo sind wir? Ja, immer noch bei 5 Uhr. Und es sieht... Die ganzen Bäume hatte ich weggemacht. Die ganzen Bäume hier hatte ich schon weggemacht. Es sieht jetzt so aus, wie zu dem Moment, wo ich das Spiel neu gestartet hatte. Mal schauen. Was erzählt ihr? Ja, ihr seid auch nicht repariert. Also, ich bin jetzt offenbar wieder an den Punkt zurückgeploppt, wo ich angefangen habe. Na, da kommt ein Zombie. Erzähl mir mal was. Backst du wieder? Nein, tust du nicht. Also, das sieht sehr viel besser aus. Ja gut, okay, jetzt ist es normal. Hallo? Okay. Also das sieht sehr viel angenehmer aus als vorhin. Da hatte ich leider das Aufnahmeprogramm noch nicht laufen. Hallo Handy? Da kommt der nächste im Bunde. Ja schön, dann war das, was ich vorhin gemacht habe, alles umsonst. Ich habe mir ganz umsonst Gedanken gemacht. Aber ja, steckt sie ja nicht drinne. Ja, wunderprächtig. Und es sind genau dieselben Zombies, die das letzte Mal auch kamen. Irgendwie witzig. Ne? Das war tatsächlich auch normal. Das habe ich oft. Das sollte man gar nicht glauben. Gut. Dann würde ich sagen, dann wird es doch eine normale Episode, in Anführungsstrichen. Dann mache ich den ganzen Krempel hier halt eben nochmal weg. Und jetzt ist es auch 6 Uhr. Alles klar, perfekt. Die Zeit läuft. Perfekto. Schön. Gut. Dann gehe ich hier jetzt meinem Tagwerk nach. Machen wir dann nebenbei noch irgendeinen Stream an auf Twitch. Und einfach nur hier stumpf rumrennen und Bäume fällen und Zeugs. Ist langweilig. Vor allen Dingen allein. Ja. Perfekto. Dann sehen wir uns um 0 Uhr zur Horde 127 wieder. Yippie!
Hallöchen und Babychen. Und los geht die wilde Fahrt. Naja, schauen wir mal, ob es eine wilde Fahrt wird. Ja, also ich hatte dann keine komischen Zeitprobleme mehr. Ist alles schön brachflüssig durchgelaufen. Genauso wie die Zombies, die tagsüber nach und nach hier gespawnt sind. War alles in Ordnung. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ich fand's aber witzig, deswegen habe ich gedacht, komm, pack's mal mit in die Aufnahme rein. Ist doch mal sehr interessant. So, bitte nicht mehr von hinten kommen. Bitte, 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 bitte. Oder zumindest nicht alle. Ja genau, was das angeht, habe ich jetzt was angefangen. Und zwar, ich gehe nochmal kurz eine Etage weiter hoch. Und zwar habe ich hier angefangen, eine weitere Plattform zu bauen. Und zwar will ich das alles ein bisschen splitten, nämlich dass hier unten nur die Fallensteuerungsteilchen da stehen und die Batterien und die Stromerzeuger packe ich da hoch. Weil da kann ich die Plattform hier unten ein bisschen kürzen, verkleinern. Vielleicht ist es ja der Schlüssel zu dem anderen Spawnpunkt. Der mir gar nicht gefällt. Aber sie feuern hier runter. Sehe ich das richtig? Ja, sie feuern dahinter. Oh, Gott sei Dank. Ah. Das hat tatsächlich bei mir ein paar Bauchschmerzen verursacht, kann ich euch sagen. Das ist nicht schön. Ja, wunderschön. Perfekt. Dann platziere ich mich schon mal ein bisschen weiter hier unten, dass ich in der Nähe von dem Schalter für die Plasmaschocker bin. Weil es gilt auch weiterhin Strom sparen. Also bleiben die so lange aus, wie es nur irgend geht. Hallo Katze. Feuerwerk gefällt mir. Vor allen Dingen sieht es doch viel besser aus, wenn man das von hier vorne sieht, oder? Anstatt da hinten. Ja, ist doch alles easy. Die meisten packen da hinten noch vor sich hin. Es sind jetzt gut. Okay, da vorne stehen ein paar von den Dicken. Bevor die das da alles verstopfen. Das wollen wir natürlich tun, um es vermeiden, weil in der Regel endet es mit sehr herben Schäden an der Anlage und an den Pfeilen. Und das möchten wir natürlich tun, um es vermeiden. Die Dinger sind schon der Knaller. Und die Katapultbomben mag ich auch, hab's dir schon mal gesagt. Die da. Die sind da in den Laden geladen. Da habe ich die Katapultbomben drin und da sind die neuen, ach die neuen, die normalen Katapultsteine. Irgendwie immer noch Paranoia, dass sie doch noch von hinten kommen. Ich glaub's nicht. Ja.
ein Uhr. Ein bisschen von den Treppen weg. Ich würde dann gerne die nächste Wellenpause, sag ich mal, nutzen, um die Treppen so auch löchen. Das ist gerade ganz ungünstig. Gerne nutzen, um die Treppen da zu reparieren, bevor das wieder alles einstürzt. Ich meine, es würde den Rest von der Base jetzt nicht beeinflussen, aber es wäre halt eben schon blöd, wenn die dann da nicht mehr in die Fallanlage reinkommen. Ne? Miau. So, die haben jetzt gerade nochmal da hinten was zu tun. Jetzt kann ich hier schnell die Zeit nutzen. Ich wollte gerade sagen, da kommen doch bestimmt noch mehr. Hallo, hallo. Oh, wie sind Flammen aufgehen? Oh, hi. Kurz ins Wasser. Ja. Das wird ja immer Kraken rein hier. Und noch einer. Halleluja. Sehr schön. Da kommt noch einer. Okay. Könnt ihr wieder hier reinkommen? Zweite Welle. Hey, das ist mein Trick, durchs Wasser zu laufen. Die könnt ruhig brennen. Das ist nicht schlimm. Okay, ich denke. Ich mache jetzt auch schon mal den zweiten Plasma-Schocker an. Oh, Flammi.
Antebellum. Das sah witzig aus, wieder da einfach wieder plopp um, plopp um, plopp um. Na, die Ballister stehen ja in der Nacht auch auf schwere Kollegen. Ja, auf damit. Das geht tatsächlich. Ja, perfekt, sehr schön. Was sagt der Boden? 96. 90, ja. Zwischenreparatur schadet nie. Oh, fuck. Jo. Und da kommt die Endwelle. Da sind ein paar Watscher dabei, ein paar Flammen. Immer schön brav in die Luft gehen. Hallo? Gehst du da runter? Die machen schon schön Damage, die Dinger. Ja, schön. Ich denke, hiermit haben wir die nächste Nacht überstanden. Du kannst aufhören. Ja gut, das ist ein kleiner. Komm mal her. Hallo. Ja, nice. Schön, schön. Schön flüssig durchgelaufen. Und ich lasse die Plattform trotzdem. Ich würde jetzt aber gerne mal gucken, ob die durch die Raketenwerfer Schaden genommen hat. Ansonsten müsste ich sie doch noch mal irgendwie verlagern. Mach doch gleich hier den ganzen Stromspaß aus. Ha! Na, du bist leer. Jetzt dürft ihr wieder laden. Nein, dahin. So, die Kurzschlüsse mache ich jetzt nicht weg, aus einem einfachen Grund. Ich baue ja dann sowieso alles hier oben neu hin. Und wie man sieht, sieht man nichts. Sehr schön, perfekt. Gut, also das wird die neue Plattform für die Stromerzeuger. Und dann baue ich nämlich hier hinten die zwei rein, wieder. Die baue ich alle ab, damit es alles ein bisschen verkürzt wird. Neu anbauen kann ich es immer noch, falls noch ein paar Spielchen dazukommen. Okay, ich repariere ja schon durch. Das Knistern geht mir auf den Zeiger.
Weil ich denke ja auch mal ein bisschen für die Zukunft weiter. Weil irgendwann, es müssen immer mehr Erzeugnisse gebaut werden. Also kann ich auch jetzt schon mal langsam anfangen, da ein bisschen vorzudenken und auch den entsprechenden Platz zu schaffen. So, jetzt will ich noch gucken, wie viel ihr verballert habt. Du hast noch 16. Du hast noch 8. Autsch. Also es waren in jedem Raketenwerfer 30 Schuss. Das ist herb. Also die dicken Brummis, die fressen schon einiges an Munition mittlerweile. Ich denke, vielleicht sollte ich dann auch. Ich gucke, ich weiß gerade gar nicht, wie die Katapultbomben eingestellt sind. Vielleicht stelle ich die Katapultbomben auch mit zusätzlich auf Giants um. Und ich war auch zwischenzeitlich am Überlegen, ob ich hier drüben auch noch mal so eine Art Notfallraketenwerfer installiere. Da müsste ich mir dann nur noch überlegen. Das mache ich dann am besten auf dieselbe Art und Weise, dass die was soll ich sagen? Die Steckdosen, sag ich jetzt mal, die für die Verlängerungskabel, dass die hier oben irgendwo in die Luft baumeln, wo dir nichts passieren kann. Die Art und Weise, wie man sowas baut, dass es dann in der Luft schwebt, kennen wir ja. Und dann würde ich tatsächlich da drüben noch einen zusätzlichen Schalter anbringen, wo ich dann im Notfall einen dritten Raketenwerfer, der dann hier drüben stehen wird, anstellen kann, falls sich doch wieder Giants da unten sammeln sollten. Ich meine, bisher haben wir sie immer da unten rausgekriegt, aber wer weiß, wie lange das noch so gut geht und wer weiß, wie lange es dauert, bis sie sich doch wieder da unten festsetzen, weil, keine Ahnung. Einfach so. Lieber von irgendwas ausgehen, was nicht eintritt, wie andersherum. Jo, hier ist auch ein bisschen was platt gemacht worden wieder. Finde ich sehr nice. Ein kleiner Stein. Nehme ich mit, wenn er schon so schön leuchtet. Jo, ein paar Bäumchen sind noch gefällt worden. Finde ich auch ganz nice. Schaden tut's nicht. Weniger Arbeit ist immer gut. Diese Holzfällerei, ja, es hat seine Vorteile. Man hat immer Material dann gewissermaßen vor der Haustür. Weil ja auch das Obst hier mit von den Bäumen runterflatschelt. So. Gut. Dann habe ich mein nächstes Tagwerk, nämlich, ja gut, das übliche Prozedere hier draußen. Und dann werde ich die Stromerzeuger noch verlagern. Hallo Pumba. Warmes Pumba dann. Und währenddessen schön brav weiter die Maschinchen laufen lassen, dass ich wieder genug Schuss für die Raketenwerfer herstellen kann. Die Mörser habe ich so ziemlich auf Eis gelegt. Einfach um das Kupfer für die ML-Munition einzusparen, weil die doch da wichtiger sind und eher gebraucht werden. Und die Katapulte machen ja auch einen super Job. Also das klappt richtig gut. Und vor allen Dingen haben die eine Reichweite. Heu. Lohnt sich auf jeden Fall. Nach und nach werden mit Sicherheit noch welche dazukommen. Und dann würde ich sagen, machen wir hier heute einen Cut. Und sehen uns zur nächsten Nacht wieder. In diesem Sinne, bis dann. Tschüss.